die erste Person, mit der ich heute Morgen spreche. Ich finde es immer so einen krassen Moment, das erste Mal am Tag zu sprechen. Meistens macht man das richtig unbewusst. Finde ich irgendwie krass. Weiß auch nicht genau warum. Ist mir aber gerade so aufgefallen, weil ich gemerkt habe, wie meine Stimme so aus dem Schlaf erwacht ist. Hallo zu einem neuen Vlog. Ich habe ganz spontan entschieden, dass ich heute einfach so ein kleines Day in my Life machen möchte. Es steht gar nichts Besonderes an, aber ich dachte mir, why not? Weil ich glaube, meine größte Hürde beim YouTube-Videos machen ist immer, dass es so lange dauert zu schneiden, weil ich ja immer relativ lange Vlogs mache. Also meistens habe ich jetzt immer so 2 bis 3 bis 4 Tage gefilmt und daraus einen Vlog gemacht. Und ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren, ob es für mich vielleicht einfacher ist, einfach nur einen Tag zu filmen und daraus dann halt einen kürzeren Vlog zu machen. Und ihr könnt mir dann auch gerne sagen, ob ihr das auch okay findet oder ob das dann zu kurz war. Aber ich denke, dass ich es auch an einem Tag schaffe, sehr viel zu reden und sehr viel Material zu sammeln. Vielleicht wird der Vlog auch genauso lang. Aber irgendwie ist dann die Hürde kleiner, den zu bearbeiten, weil es nur ein Tag ist. Deswegen ist das jetzt so ein kleines Experiment, das ich machen möchte. Und ja, ich nehme euch also an meinem Tag mit. Die Sonne scheint. Das hat mir gerade so sehr geholfen, aufzustehen. Und ich bin auch richtig stolz auf mich, dass ich aufgestanden bin, weil ich in letzter Zeit, eigentlich schon immer, aber vor allem in letzter Zeit, seit dem Herbst eigentlich, voll die Probleme habe, früh aus dem Bett zu kommen. Also wirklich Probleme. Ich fange um 9 das Arbeiten an und ich komme meistens erst so um 8 aus dem Bett und habe dann knapp eine halbe Stunde Zeit, mich fertig zu machen und dann halt gleich zu gehen. Und das ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Ich brauche eigentlich morgens Zeit für mich und um klarzukommen, um erstmal noch was für mich zu machen, bevor ich in die Arbeit gehe und was für andere Leute mache. Das brauche ich ganz, ganz dringend. Und letzten Sommer, so als ich mir eine neue Routine in meiner neuen Wohnung aufgebaut habe, habe ich das eigentlich voll gut hinbekommen. Aber ich habe das dann irgendwie verloren. Und über den Winter war es auch wirklich ganz, ganz schwierig mit Aufstehen, aber das ist im Winter eh immer so, weil es so dunkel ist und kalt und Aber jetzt ist es halt 7. Voll früh einfach. und die Sonne scheint und es ist komplett blauer Himmel. Und ja, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das wusste ich eigentlich schon vorher, aber es hat heute wirklich mir einiges gezeigt. Und zwar habe ich mein Handy nicht direkt neben dem Bett liegen gehabt, sondern ein bisschen weiter weg von meinem Bett, sodass ich aufstehen musste, um den Wecker aufzumachen. Ich habe trotzdem auf Snooze gedrückt. Der Wecker ging auf jeden Fall um 6 und ich bin um 6:30 erst aufgestanden und habe halt immer wieder gedöst, bin immer wieder aufgestanden, habe den Wecker ausgemacht, habe mich nochmal hingelegt. Voll anstrengend eigentlich. Aber das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Ja, und jetzt ist 7 und ich habe Kaffee und habe schon mein Bett gemacht und fühle mich jetzt durch das Reden auch relativ wach und habe jetzt eine Stunde Zeit, bevor ich mich fertig machen muss. Und genau das möchte ich jeden Tag haben. Gut, dass ich jetzt dieses Erfolgserlebnis auch aufnehme, dann erinnere ich mich dran, dass das die Sache ist, die mich glücklich macht morgens. Und vielleicht schaffe ich es dann ein bisschen öfter. Und im Sommer kann ich mich dann auch einfach in die Sonne auf meinem Balkon setzen in dieser Stunde. Das kann ich jetzt nicht, weil ich friere. Aber darauf freue ich mich. Ich werde jetzt ein bisschen weiter in mein Tagebuch schreiben. Ich glaube, ich werde ein bisschen manifestieren. Das ist nämlich auch was, was ich letztes Jahr jeden Morgen als allererstes gemacht habe. Also mir aufgeschrieben habe, wie ich möchte, dass mein Tag aussieht oder auch meine weitere Zukunft, wie ich mich fühlen möchte, was ich erreichen möchte. Ich habe dann immer so in so einer halben Seite mein ideales Leben zusammengefasst. Sehr so auf Gefühle betont. Und das hat mir immer sehr geholfen, morgens so einen klaren Kopf zu bekommen und so meine Ziele und Träume vor Augen zu haben. Und einfach dann so in den Tag zu starten und wissen, wer ich bin und wo ich hin will. Und das habe ich auch total aufgehört und das möchte ich jetzt wieder anfangen, weil das, ich glaube, das hilft mir sehr viel. Und ich wollte euch
noch zeigen, dass mein Tagebuch fast voll ist. Ich habe noch so, naja, nicht mal 10 Seiten eigentlich. Und das habe ich am 1. Januar angefangen. Und ich finde es so krass, weil letztes Jahr ging es mir genauso. Letztes Jahr habe ich auch mein erstes Tagebuch des Jahres an meinem Geburtstag vollbekommen. Und das ist dieses Jahr auch so. Ich habe am 3. Mai Geburtstag, also in 2 Wochen. Ah! Und dann kann ich mir wieder als Geburtstagsgeschenk für mich selbst ein neues Tagebuch kaufen. Und das mit meinem neuen Lebensjahr starten. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ich glaube, das mache ich ab jetzt jedes Jahr so. Und ich glaube, ich werde auch noch ein Video für Instagram filmen mit so einer Zusammenfassung, was ich alles schon in mein Tagebuch reingeschrieben habe und wie mein Journal so aussieht, weil ich bin richtig stolz auf das. Ich bin dieses Jahr so kreativ gewesen schon und habe so viele Sachen aufgehoben und so schöne Seiten gemacht. Und auch ganz tolle Dinge geschrieben. Ich liebe es einfach. Ja, und jetzt muss ich einfach gucken, dass diese 10 Seiten für die 2 Wochen noch reichen. Aber gerade schreibe ich eh nicht so super viel. Und dann gibt es ein neues Journal und dann kann ich das einrichten. Das ist eh das Allercoolste, ein neues Journal von vorne anfangen. I love it. Jeden Tag zufällig eine Farbe bestimmen und dann ziehen wir uns Matching nach dieser Farbe an. Das ist dadurch passiert, dass wir einmal aus Versehen Matching-Farben ins Büro gekommen sind und dann waren wir so, hey, irgendwie voll cool, wir müssen immer Matching anziehen und seitdem machen wir das und ich liebe das, weil mir das so viel Zeit erspart, mir ein Outfit rauszusuchen morgens und es ist auch einfach ein fun little way, um irgendwie die Arbeit ein bisschen cooler zu machen. Dann geht man so jeden Tag rein und ist so, oh, was hast du heute an? Oh, voll schön umgesetzt, dies, das, bla. Und irgendwie ist es auch nice, wenn wir so in Meetings sitzen und dann die gleiche Farbe anhaben. Heute ist rot dran. Ich habe nicht so viele rote Sachen. Tatsächlich habe ich genau 3 rote Sachen, glaube ich. Und eins davon ist ein sehr dünnes Oberteil und das andere ist so ein Weihnachtsoberteil. Also rot habe ich irgendwie nur so für Weihnachten. Aber gut, dass es heute so kalt ist. Jetzt kann ich diese überdimensionale Strickjacke anziehen, die so ein bisschen rötlich ist. Ich weiß, das ist eher lila, aber was Besseres gibt's nicht in meinem Kleiderschrank. Und ich fühle mich auch sehr wohl darin, weil ich bin so kurz davor, meine Periode zu bekommen. Und most of you will understand, es ist einfach Horror und ich möchte einfach nur, dass sie kommt und ich fühle mich disgusting und deswegen ist es ganz toll, hier diese Jacke zu haben, die einfach nur riesig ist und wie eine Decke. Ich bin so stolz auf mich einfach, dass ich heute so früh aufgestanden bin und jetzt schon so viel gemacht habe, bevor ich aus dem Haus gehe und habe jetzt richtig gute Laune. Heute ist auch Vollmond. Und normalerweise machen Vollmonde mich immer komplett fertig. Also mal gucken, wie so der Tag heute wird. Aber gerade fühle ich mich eigentlich sehr energized und bin gespannt, wie der Tag so wird. Mein Handy auf der Arbeit zu laden. Jetzt habe ich nur noch 30%.
Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Tag filmen kann. Ich hoffe, Leni hat ein Ladekabel, weil sonst wird das ab jetzt ein kurzer Vlog. Aber es läuft richtig gut, weil das einfach so tief aus meinem Herzen gerade kommt. Deswegen habe ich jetzt einfach schon über eine Seite geschrieben, es float einfach. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sachen, die mir so richtig wehtun und richtig wichtig sind, die kann ich wirklich leicht schreiben. Alles andere ist schwer. Kabel. Deshalb konnte ich jetzt ein bisschen filmen und mein Handy ist nicht komplett leer gegangen. Ich hatte voll einen schönen Tag. Es war jetzt voll nice, Leni noch zu sehen und es war so ein Konzert in der Münze, also da, wo Leni arbeitet. Und es war richtig schön. Der hat so Klavier gespielt und das dann so gesampelt auf so einem Loop. Keine Ahnung, ich kenne keine Fachbegriffe, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Es war so Pianomusik und ein bisschen Beat. Und war irgendwie ganz nice. Und ich liebe es einfach, dass meine beste Freundin in einer Bar arbeitet. Ich dann einfach die ganze Zeit da hingehen kann und da chillen kann und an der Bar sitzen kann und mit ihr quatschen, während sie arbeitet. Und die Münze ist auch einfach toll. Die haben voll das tolle Café und voll die tolle Bar. Die haben voll das tolle Tattoo-Studio. Bisschen unbezahlte Werbung machen hier. Also falls ihr mal in Leipzig seid oder aus Leipzig kommt, müsst ihr da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Das Tattoo hier mit den drei Gänseblümchen, das habe ich dort stechen lassen. Das ist unser Geschwister-Tattoo. Also meine Brüder und ich haben alle drei dieses Tattoo. Und jeder und jede von uns hat eine Blume gemalt. Und dann haben wir uns die tätowieren lassen. Und meine Brüder haben das hier. Und ich habe das da, weil das da besser hingepasst hat. Und ich liebe das ganz arg. Das bedeutet mir auch ganz viel. Und der Marvin hat das gemacht von der Mütze. Und der hat das richtig schön gemacht. I love it. Und davor war ich auch wirklich richtig produktiv. Ich habe richtig viel geschrieben. Und ich habe auch in der Münze ein Gedicht geschrieben. Da lag so ein Buch über Pflanzen. Und ich habe dann meinen Ring auf die Seite geworfen, also auf verschiedene Seiten geworfen und habe mir dann immer die Worte aufgeschrieben, die in dem Ring zu lesen waren. So ein bisschen diese Blackout-Poetry. Aber ich habe mir natürlich auch nur die Worte rausgesucht, die tatsächlich irgendwie schön sind oder die ich benutzen kann. Und dann hatte ich, glaube ich, 5 Wörter und habe daraus dann ein Gedicht geschrieben. Hallo, hier ist Editing Niki und ich möchte euch dieses Gedicht natürlich nicht vorenthalten. Montagmorgen, 2 Frauen. Einen Augenblick zu lang in die Augen schauen. Und auf einmal ist es 5 Monate später. Die Welt wirft die Blätter ab und es wird langsam still. In den Straßen und zu Haus. Die Bilder an der Wand unter goldenem Staub und sie schweigen. Nicht weil es leicht, sondern weil es viel zu viel ist. Und wahrscheinlich ein Vulkan ausbricht, sobald eine von ihnen spricht. Montagmorgen, 2 Frauen, die sich nicht mehr in die Augen schauen. Dramatic. Das ist doch voll die gute Schreibübung. Und ich glaube, das mache ich jetzt immer, wenn ich dort bin. Einfach um irgendwas zu schreiben. Davor habe ich eine Szene geschrieben, die so weh getan hat. Es war so gut, das zu machen. Ich habe nämlich davor mein Full Moon Journaling gemacht und habe eben in meinem Horoskop für diesen Vollmond gelesen, dass ich mich mit tiefführenden Familiendynamiken auseinandersetzen soll. So Sachen, die so in meinem Unterbewusstsein mit meiner Familie und sowas zu tun haben und irgendwie mich belasten. Und ich war so, ich werde ganz sicher nicht in mein Tagebuch darüber schreiben, weil das mache ich oft genug. Aber wie wäre es, wenn ich das jetzt als Inspiration nehme, um eine Szene für mein neues Projekt zu schreiben? Weil dann nämlich auch ganz viel so von meinen eigenen Familiengefühlen, Familiendynamiken und so ein bisschen
Gefühle, die ich früher als Teenie mit meinen Eltern hatte und sowas. Das möchte ich alles ein bisschen verarbeiten. Das passt sehr gut zu einer der Figuren. Und dann habe ich das in Angriff genommen und habe eine Szene darüber geschrieben. Und ich habe literally einen Satz geschrieben und es hat richtig wehgetan in mir drin. Aber ich wusste, dass das so sein muss, weil mir geht das echt oft so, dass ich, wenn ich Sachen schreibe, die so richtig wehtun und so richtig schrecklich traurig sind, dann funktioniert das richtig gut und es ist wirklich aus mir rausgespillt. Ich fühle mich also sehr, sehr erfolgreich heute. War sehr gut. Aber ich bin auch jetzt irgendwie sehr müde und habe wirklich gar keine Lust, morgen in die Arbeit zu gehen. Es ist auch erst Mittwoch. Oh. Ich hatte den ganzen Tag das Gefühl, dass ich meine Tage bekomme. Aber ich habe sie noch nicht bekommen. Aber es ist so dieses Gefühl, so kurz davor, es könnte jeden Moment so weit sein. Und das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Es staut sich so alles bei mir an. Und ich weiß, sobald ich blute, wird alles leichter sein. Wird alles entspannter sein. So in meinem Körper, aber auch in meinem Kopf. Und ich hoffe einfach, dass ich morgen nach meiner Periode aufwache. Das wäre wirklich ganz toll. I leap from the gallows and I levitate down your street. Now I'm down by crying at the gym. Ich habe überall in meinem Gesicht Zinksalbe, weil ich gerade richtig viele tolle Pre-Period-Pickel bekomme. Lieben wir. Ich wollte eigentlich nur gute Nacht sagen und diesen Vlog abschließen. Ich würde mich gerne wissen, ob ihr das Format von einem Tag-Vlog mögt und ob ich das öfter machen soll. Ich glaube, die Hürde für mich ist wirklich geringer, das zu machen. Mir einfach so einen Tag mal rauszunehmen und euch da so mitzunehmen. Vielleicht auch mal, wenn ich irgendwie was Besonderes vorhabe oder so. Und ob ihr andere Videowünsche habt, die ich umsetzen soll, die nicht so super aufwendig sind. Vielleicht irgendwas, wo ich mich einfach nur hinsetze und für eine halbe Stunde rede oder so. Wenn ihr an sowas Interesse habt, sagt mir auch gerne Bescheid, dann kann ich das auch mal planen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.